gegrüßt. Darf ich dir den Keramikos vorstellen? Sozusagen der Brennofen für alle Töpferarbeiten in Athen. Der Keramikos war ein spezieller Bezirk in Athen, wo Töpfer Vasen und Gefäße anfertigten, die in der ganzen griechischen Welt zu finden waren. In dieser Führung wirst du den aufwendigen Prozess kennenlernen, den es benötigt, um einfach matschigen Ton in kunstvolle Parfümgefäße und vergoldete Weinbecher zu verwandeln. Komm zu mir, wenn du dich umgesehen hast. Dann reden wir über das, was du gelernt hast. Der Keramikos war ein großes, weitläufiges Gebiet nordwestlich der Athener Akropolis. Obwohl ein Teil des Bezirks als Friedhof genutzt wurde, war er größtenteils der Töpferei vorbehalten. Der Keramikos war so bedeutend für diese Kunstform, dass sein Name im Wort Keramik weiterlebt. Vielleicht angezogen vom nahen Fluss, zogen Töpfer in dieses Gebiet und bildeten ihre eigene geschäftige Gemeinschaft. Man glaubt, dass bis zum Ende des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung Hunderttausende von Tongefäßen in Athen hergestellt worden waren. Sie reichten von schweren, undekorierten Kochtöpfen bis hin zu zarten und wunderschönen Gefäßen für die wertvollsten Öle. Leider ist nur etwa 1% dieser Werke bis heute erhalten geblieben. Vieles nur in Bruchstücken. Hohe Tonerde war kaum für eine Töpferscheibe geeignet. Die Töpfer von Athen nutzten einen eisenhaltigen Ton, um die charakteristische orange-rote Farbe ihrer Töpferwaren zu erzeugen. Aber dieser hochwertige Ton musste sehr sorgfältig behandelt werden, damit es später im Brennofen nicht zu Überraschungen kam. Der Ton wurde zuerst in Schlemmbecken gebracht und mit Wasser vermischt, um organische Verunreinigungen wie Blätter auszuwaschen. Nach der Reinigung kneteten Arbeiter den Ton mit den Händen, um Luftblasen zu entfernen und die Textur zu erzeugen, die für ein tadelloses Ergebnis nötig war. Eines der Ziele dieser ersten Arbeitsschritte war es, Unreinheiten zu beseitigen, die ein filigranes Design zerstören oder das Endprodukt sogar unbenutzbar machen konnten. Sobald der Ton gereinigt war, lag es am Töpfer, ihn in die gewünschte Form zu bringen, entweder auf einer Töpferscheibe oder in einer Form. Diese Entscheidung hing vom Design der Vase ab, aber auch von der möglicherweise geplanten Dekoration. Die Töpfer arbeiteten nicht allein. In einer Werkstatt konnten viele Menschen gemeinsam an verschiedenen Aspekten der Produktion arbeiten. Die Töpfer haben mit vielen Malern zusammengearbeitet, um ihre Kreationen zu dekorieren. Einige dieser Maler wurden schließlich sogar selbst zu Töpfern. An einer einzelnen Vase konnten viele verschiedene Künstler arbeiten, wobei sich jeder auf einen Aspekt des Designs konzentrierte. Nachdem die Produkte geformt und dekoriert waren, kamen sie für den langen und schwierigen Brennvorgang in einen Brennofen. Das Brennen bestand aus 3 Schritten. Oxidation, Reduktion und Reoxidation. Zwecks dieses Vorgangs war es genau zu kontrollieren, mit wie viel Sauerstoff der Ton beim Brennen in Kontakt kam. Die chemischen Prozesse beim Brennvorgang verliehen den Töpferwaren ihre charakteristische orange-rote Farbe. Dabei verfärbten sich auch die mit Tonschlicker aufgemalten Muster und wurden glänzend schwarz. Das Schwierigste beim Brennen war es, das Feuer zu jeder Zeit präzise zu kontrollieren. Es erforderte enorm viel Talent und Erfahrung, um die benötigten Temperaturen richtig einzuschätzen. Und schon der kleinste Fehler konnte die Arbeit vieler Stunden zunichte machen. Vasen konnten auf alle möglichen Arten dekoriert werden. Bis etwa 530 vor unserer Zeitrechnung wurden Athener Vasen im schwarzfigurigen Stil bemalt, wobei Muster und Figuren als dunkle Silhouetten aufgemalt wurden.
Gegen Ende des 6. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung entwickelten die Maler den rotfigurigen Stil, bei dem der Vorgang umgekehrt wurde und die Figuren rot blieben, während der Hintergrund schwarz gefärbt wurde. Das ließ den Künstlern mehr Freiheit, um Details wie Muskeln oder individuelle Frisuren darzustellen. Die Formen wurden zunächst mit einem scharfen Werkzeug in das rohe Gefäß eingeritzt. Dünne Relieflinien für zarte Elemente wie Gesichtszüge wurden mit Hilfe eines Pinsels mit wenigen steifen Borsten aufgemalt. Einige besonders aufwendig gestaltete Vasen waren vergoldet, aber diese Dekorationen waren so fein, dass sie vermutlich erst nach den Bränden aufgetragen wurden. Du bist zurück. Wie du sehen kannst, war Töpferei eine mühsame und feinfühlige Arbeit. Aber sie steht sinnbildlich für das handwerkliche Geschick, das die griechische Kunst und Kultur ausgemacht hat. Nun, gibt es noch etwas, was du gerne tun möchtest? Dann trennen sich unsere Wege, zumindest fürs Erste. Leb wohl. Chere, willkommen an dieser heiligen Stätte. Dies ist Delphi, zu Hause des wohlbekannten Orakels. Die Griechen sahen es als den Nabel der Welt an. Pilger und Könige reisten aus der gesamten griechischen Welt und darüber hinaus hierher, um den Rat Apollons über sein Sprachrohr, die Pythia, zu erhalten. Während deines Besuchs wirst du das Heiligtum durch die Augen eines Pilgers erleben und entdecken, wie wichtig Orakel und Prophezeiungen für die Menschen der griechischen Welt waren. Geh nun und beginne deine Pilgerfahrt. Ich werde dich am Ende deines Besuchs erwarten. Auf der Reise zum Tempel des Apollon wanderten Pilger über diesen heiligen Pfad den Parnas hinauf. Die Sommersonne brannte auf ihren Rücken. Auf dem Weg betrachteten sie die wunderbaren Monumente, Schatzkammern und Statuen, die diesen schmückten. Sie alle waren Zeichen der Verehrung, die die Menschen für die Güte des Orakels empfanden. Sie waren Apollon geweiht und die meisten wurden von Städten gestiftet, um militärischen Siegen zu gedenken. Die Monumente repräsentierten nicht nur die Frömmigkeit ihrer Spender, sondern auch deren Macht und Wohlstand. Die Heiligkeit Delphis hat bis zum heutigen Tage überdauert und Besucher nehmen noch immer genau diesen Weg. Eine der eindrucksvollsten Widmungen an Apollon kam von den Knidiern, einer griechischen Bevölkerungsgruppe, die die Insel Lipara nördlich von Sizilien besiedelte. Die Geschichte hinter dieser Widmung ist bemerkenswert. Die Knidier befanden sich im Tyrrhenischen Meer im Krieg mit den Etruskern. Die Knidier befragten in der Hoffnung auf ein gutes Omen das Orakel und folgten dessen Rat. In der Folge nahmen sie 20 feindliche Schiffe ein. Um Apollon zu danken, boten sie dem Gott dieselbe Anzahl an Statuen an, wie sie Schiffe erbeutet hatten.
Neben der Sphinx der Naxia stand ein einfaches Konstrukt, in dem die Opfergaben der Athener ausgestellt waren. Dies war vor allem Kriegsbeute. Diese Opfergaben, die man als Votivgaben bezeichnet, waren Bugteile versenkter persischer Schiffe. Die Athener bauten diese Halle nach ihrem Seesieg über die Perser 478 vor unserer Zeitrechnung. Wenn sie am Tempel ankamen, mussten Pilger, die das Orakel befragen wollten, zuerst eine Gebühr entrichten. Diese Gebühr gab ihnen erst einmal das Recht, sich dem Altar des Apollon zu nähern und dem Gott ein Tieropfer darzubringen. Bevor sie zur Pythia vorangehen konnten, musste das erste Ritual erfolgreich sein. Wenn das Tier gefällig reagierte und so wirkte, als würde es den Gott akzeptieren, wurde es geopfert und der Pilger durfte den Tempel betreten und die Pythia befragen. Nun kommen wir zum Tempel des Apollon, in dem das Orakel ihre Prophezeiungen übermittelte. Der Tempel war die letzte Station derjenigen, die eine Audienz mit der Pythia wünschten, und sein Erscheinungsbild entsprach der Erhabenheit seines Zweckes. Auf seinen imposanten Säulen zeigten die Giebel dieses Gebäudes berühmte Szenen aus der Mythologie, die von dem bekannten griechischen Künstler Antenor geschaffen worden waren. Doch so großartig der Tempel auch von außen aussah, so verblasste dies im Vergleich zu dem, was in seinem Inneren geschah. Die Prophezeiungen wurden im abgeschlossensten Teil des Tempels, dem Adyton, von einer keuschen Frau verkündet, die als Pythia bekannt war. Bevor sie etwas prophezeite, reinigte sie sich zuerst mit Wasser und verbrannte dann Lorbeerblätter und Gerstenmehl, um das Ritual zu beginnen. Schließlich verkündete die Pythia auf einem Dreifuß sitzend und umgeben von Opfergaben Apollons Botschaften. Ihre Worte waren oft seltsam und unverständlich, sodass die weitere Auslegung durch die Priester des Tempels nötig war. Trotz umfassender Erforschung sind die genauen Gründe für das Verhalten des Orakels während der Prophezeiungen bis heute umstritten. Die Mythen besagen, dass Apollon auf der Suche nach einem Orakel, das seine Worte den Sterblichen offenbaren würde, ein Heiligtum auf dem Parnas errichtete. Apollon eroberte diese Stätte, indem er ihren finsteren Wächter, den schlangenhaften Pytho, erlegte. Dein Besuch ist nun vorüber. Ich hoffe, du konntest lernen, wie wichtig dieses Heiligtum war. Und wie es das Leben der Menschen sowohl in der griechischen Welt als auch jenseits ihrer Grenzen beeinflusste. Ehrlich gesagt, könnte ich den ganzen Tag von Delphi sprechen. Aber was würdest du jetzt gern tun? Wie du willst. Es war mir ein Vergnügen, Delphi mit dir zu teilen.